So Leute, herzlich willkommen beim nächsten Teil Need for Speed Payback. Also, wie ihr ja das letzte Mal gesehen habt, haben wir den Aston zurückgebracht und nun dürfen wir mit unserem super Roasting Mobil unterwegs starten. Ich hoffe, euch geht's gut. Zumindest heute Dienstag regnet es mal nicht mehr. Naja. Hey, schlechte Neuigkeiten, Bro. Der Boss küsst dir den Lohn. Er hat an dem F-Teil von gestern einen Kratzer entdeckt. Was? Ich hab den nicht verbeult. Hey, ich mach die Regeln nicht. Ja, jetzt, ja. Du musst mir helfen. Ich bin mit der Miete im Rückstand. Hey, hey, glaubst du, ich schwimme in Geld? Hab ich vielleicht ein Porsche-Logo am Arsch? Es ist dein Mist, Bro. Tut mir leid. Naja, immer ist es unser Mist. Auf jeden Fall, wir sind da, um Rennen zu machen. Wir wurden ja reingerissen. Hallo, Racer. Ich bin eure Hüterin. Ja, hallo, ich Hüterin. Die Stimme der Straße. Live aus der Wildnis von Fortune Valley. Die Straßen rufen nach euch. Sie sind gerade voller erschöpfter Pendler. Aber ihr steckt nicht in der Tretmühle, oder? Ihr seid Racer. Ja. Wer von euch kann diese Stadt zähmen? Wer von euch ist dem Rausch gewachsen? Also ich muss sagen, Payback ist mal das erste Need for Speed, was mir wieder einigermaßen gefällt. Eigentlich Need for Speed 1, Underground, Carbon, das waren eigentlich die letzten Spiele von Need for Speed, die mir eigentlich gefallen haben. Also mein Taxi war es ja nicht. Ty hier. Was ist denn das eigentlich für ein Auto? Gib mir die Nummer. Jetzt sag ja nicht ein Rostix, weil so weit wäre ich auch schon gekommen. Also, ich habe gehört, ein Möchtegern-Racer will für das Haus fahren? Richtig. Sag mir einfach wann und wo. Wow, nicht so schnell. Denkst du, das Haus heuert jeden an? Du musst dich erst beweisen. Zeig okay, dann rein. Beweisen wir uns, Stadt, oder? Dann kriegst du deine Chance. Um die Karte zu öffnen, wacht mal. Mal schauen, ob ich da irgendwie hinfinde. Nee, halt! Schnappschuss Bro verlassen. Ja, natürlich verlassen. Ich weiß ja nicht, wie ich die Tasten da belegt habe. Zumindest muss ich mal danach schauen, in den Einstellungen nach der Folge, wie ich da die Einstellungen ändere, dass es mir die Karte anzeigt. Warte mal, übrigens, mit Start, nö. Nur mit der Select-Taste. Anscheinend, Route passt. Aha, jetzt bin ich schon ein wenig schlauer. Mal Straßenhalter, die Karre nicht so dermaßen. Zumindest Stoßdämpferfedern sind zu weit abgestimmt, deshalb schaukelt die ganze Kiste. Mal mein Geschmack würde es nicht treffen. Ich habe die Karren lieber hart und starr. So. Dann starten wir mal das Rennen. Okay, mein Freund, dein erster Test steht an. Gewinnst du, sehen wir weiter. 3, 2, 1, los! Lass die Show beginnen! Kuko, Jamal, Skitz und Azar, die backen wir schon, oder? Komm. Und erster. Ja, wir sind vor. Checkpoint. Mal ein wenig Vorsprung rausfahren, weil wenn ich da danach einen Unfall baue oder irgendetwas,
dass wir nicht die Führung verlieren. Ich bin schon fast im Ziel. Also, da ich ja zu viel Vorsprung hatte, habe ich mir gedacht, ich mache da einen Donut. Mach's dir nicht so gemütlich. Und hat mir noch erlaubt, einen Donut zu machen. Event abgeschlossen in einer Minute, 16 Sekunden und 96. Juhu! Tja, das war nicht übel. Das Haus hat vielleicht Verwendung für jemanden wie dich. Je besser der Racer, desto überzeugender die Geschichte. Du weißt, ich bin gut genug für das Haus. Wir werden sehen. Das war ein guter Auftritt. Und vielleicht nur Glück, also fährst du ein weiteres Rennen mit stärkeren Gegnern. Okay, ja natürlich. Das ist schon mehr Aussagen. Okay, kein Problem. Dann versuchen wir mal dieses Rennen kein Donut zu machen. Hui. Komm. Mein Geschwindigkeitsass ist das Auto mal nicht gerade. So, wir sind eh schon hier. Rustway, okay. Tuning Shop Angebote. So, starten wir das nächste Event. Sei bereit. Gewinnst du, kriegst du die Chance, für den Boss zu fahren. Naja, ich bräuchte mal eine Folierung, eine Lackierung oder sonst irgendwas. Mit so einem Auto würde ich mich schämen. Da könnt ihr euch fix sein, dass ich mit so einem Auto mal nicht rumfahren würde in echtem Leben. Tschüss, Leute. Kurve. Oh. Komm. Und die Geschwindigkeit gehöre mir. Nee, kein Donut. Ja, wieso die Abkürzungen machen, wenn man weit ausfahren kann, Mann. Neue Runde und ich bin vorn. Runde 2, achso, 3 Runden müssen wir machen. Okay, mal schauen, ob ich es schaffe, bei den anderen 2 Runden die Abkürzungen zu nehmen. Sprich, eine war an der Tanke. Mann, bin ich jetzt erschrocken. Ich hab gedacht, da fliegt mir die ganze Tankstelle um die Ohren. Konzentriert, es ist bald geschafft. Noch 500 Meter. Ja, ich muss es ja spannend machen. Da hätte ich auch abkürzen können. So, im Ziel bin ich. Ja, Event abgeschlossen. 2 Minuten 7 Sekunden. Ha, gut, du hast bewiesen, dass du fahren kannst. Fahr zum Zielpunkt. Du kriegst von uns einen neuen Wagen, der auch was hermacht. Navarro krempelt die Straßen um und wenn du dich mit uns gut stellst, kannst du dabei sein. Aber das weg da mit dir. Ein Geschäft. Vergiss das nicht. Bestimmt nicht. Gut. Willkommen beim Haus.
schauen wir mal, welches Fahrzeug wir eigentlich kriegen. Ich habe das Spiel schon ewig lang nicht mehr gespielt, dass ich nicht mal mehr weiß, welche Fahrzeuge es zur Auswahl gab. Ich habe mir damals mal einen Golf gekauft, aber ich glaube, das war einen, den ich selber gekauft habe. Later Fire. Speed Hunters. Mal die Folierung gefällt mir mal nicht schlecht, aber die gelbe Farbe würde ich meiden. Okay, das hätten wir. Navarro, jetzt bist du dran. Neue Mission verfügbar. Okay, dann suchen wir uns die Mission aus. So. Hüterin möchte euch daran erinnern, die Welt da draußen zu erkunden. Wieso solltet ihr von Renn zu Renn hetzen? Fahrt durch Silver Rock und stellt in ein oder drei Aktivitäten ein Ergebnis auf. Es gibt so viel zu tun, womit ihr euch beschäftigen und euren Ruf aufbauen könnt. Okay. Also der Wagen ist eindeutig stabiler in den Kurven. Donuts habe ich immer noch drauf. Nur mit dem geht's noch leichter. So, mein Wegbeschleunigen. Ah, das klingt gut. Boomville, 22 Uhr, wie 22 Uhr. Jetzt haben wir es ja circa 16 Uhr, ein paar Minuten fehlen noch. Willkommen in der Oberliga. Hoffe, dir gefällt dein neuer Wagen. Dein Codename ist Sidewinder. Bleib auf diesem Kanal und tu, was der Boss sagt. Dann wird es sich für dich lohnen. Sidewinder, okay. Alle mal herhören. Ja. Der Gewinner heute Nacht ich ist höre. Auf der Hälfte des Rennens bleibt er vorne. Ich fühle mich richtig gut. Black Mamba, El Coco. Juhu. Ich frage mich, wer von euch Kingsnake ist. Obwohl, ich besiege euch sowieso alle. Ja. Easy. Hey, dachtest du, ich beobachte dich nicht? Was du da machst, verstößt gegen unseren Deal. Ich entscheide, wie das Spiel läuft. Ja, ich war es leid zu warten. Ich werde die Sache jetzt angehen. Also, der BMW hat ein extrem gutes Handling. Die Hälfte des Rennens ist um, Sidewinder. Lass Kingsnake überholen. Vergiss es, Navarro. Wer ist da? Ja. Weißt du was? Gut, hol dir den Sieg und den Easy. Aber abschließend haust du da ab. Einverstanden. Habt ihr gehört? Ich bin sein Ass im Ärmel. Keine Ahnung, wer du bist, Sidewinder. Aber das wirst du bereuen. Du kaufst keine Rennen mehr, Navarro. Keine Morgen? Der erste Platz gehört mir. Nö, du Arsch, du. Du Mam-Chang-Ching-Chang. Weg da mit dir. So macht man das. Noch 500 Meter. Was gibt's, Weir? Genieß den Sieg, aber vergiss nicht. Ich brauch dich lebendig. Ja! Wir haben uns den Sieg geholt. Du hast's vermasselt.
Dein kleiner Stunt hat uns einiges gekostet. Eine Menge Geld, Tyler. Du verärgerst hier das Haus. Alles in dieser Stadt gehört uns. Jedes Rennen, jeder Midnight Run und jede Offroad Rally. Das Haus gewinnt immer. Aber nicht heute Nacht, oder? Miss Navarro, hier sind zu viele Zeugen. Wir sehen uns. Ja, tschüss. Okay, aber weiße Innenausstattung. Nee, wenigstens Racing-Sitze rein. Recaro-Sitze. Schrot, Hosenträgergurte. Er darf euch nicht entkommen. Verstanden? Ja, Boss, geht klar. Die habe ich mal ausgetrickst. Ich steig voll in die Eisen und die ziehen weiter. Du kannst nirgendwo hin. Die Stadt gehört jetzt uns. Der Einsatz ist zu hoch, um noch irgendwas dem Zufall zu überlassen. Rennen sind niemals Zufall. Deshalb musst du sie manipulieren. Und was macht ihr jetzt, ha? Wo seid ihr? Pass doch auf, verdammt! Warum dauert das so lang? Der Typ hat was drauf, aber wir kriegen ihn. Wehe nicht, du hast ihn schließlich an Bord geholt. Und weg seid ihr. Verfolger zerstört, okay? Einer müsste noch sein. Gefällt dir? Das war's für ihn. Noch einer. Ach, noch. Mehr habt ihr nicht drauf? Okay, der eine wusste, wo ich hin will, der andere nicht. Was zum Teufel machst du denn? Ich hab doch Termine. Doch, tut mir leid. Ich hab ein paar stinksaure Schläge am Hals. Dann wär's die gefälligst los. Ja. Wie war das? Kinderspiel! Ja, sicher. So, jetzt aber. Ja. Fahr zum Gambler. So, die bin ich los. Gut, sehr gut. Ich schicke dir meine Position. Nach einem Kilometer, dann bin ich eh bei ihm. Bin fast da. Wird auch Zeit. Wir haben viel zu tun. Es ist erledigt. Ab heute hat kein Buchmacher mehr Vertrauen in Navarro. Glaubst du das wirklich? Du bist echt niedlich. Ihr Boss kontrolliert alles, Kai. Sie braucht ihr Vertrauen nicht. Ich finde einen Weg. Es gibt einen Weg. Mich. Stell dir eine Stadt vor, in der jede Wette und jedes Spiel manipuliert sind. Das will das Haus. Und es wird alles tun, damit es so kommt. Ich bin Street Racer. Das hat nichts mit mir zu tun. Bitte? Es hat extrem mit dir zu tun. Extrem viel. Ihr Anführer heißt der Collector und er hat eine Schwäche. Autos. Schon mal vom Outlaws Rush gehört? Ist das größte Rennen des Landes. Ja, und das Haus manipuliert es. Spieler setzen Millionen und er bekommt was ab. Heute war
nur ein Testlauf und du hast mich auf eine Idee gebracht. Ach. Hör zu, so wie du fährst, bist du der beste Racer der Stadt. Wir müssen dich nur an den Start kriegen. Gewinn den Outlaws Rush und das Haus und Navarro sind erledigt. Wir gegen das Haus? Ja. Ich mein wir. Rette dein Casino allein. Es geht nicht nur um mich. Das sind deine Straßen, Junge. Was ist wohl ihr nächstes Ziel? Okay, Tyler, fahr nach Hause und durchdenk die Sache. So, dann fahren wir mal nach Hause. Morgen, du Bastard, du hast mich voll reingeritten. Ich habe mich nicht gehört. Die Typen, die hier sind, für die nur lästige Fliegen. Sie haben die Hälfte der Streetgangs aus der Stadt gejagt, weil sie nicht mitspielen wollten. Denkst du, da haben sie Angst vor dir? Das sollten sie. Heute Nacht Großes versprochen, Navarro. Stattdessen haben sie viele Leute enttäuscht. Erklären Sie mir das. Das Problem ist bereits gelöst. Boah! Mann, bin ich jetzt erschrocken. Jetzt haben sie mir einen BMW genommen. Jetzt muss ich wieder mit der alten Rostlaube rumbrettern, oder? Ich denke mal schon. Scheiße. Mein Lieblingsfahrzeug war das. Bestimmt nicht. Ich bin dabei. Gut. Gut. Du brauchst eine Crew. So Leute, das war's dann